Hallo zusammen, Almec hier und heute wollte ich mit euch ein Tipps und Tricks Video machen, wie ihr am besten eure Handwerksberufe von 1 auf 90 hochleveln könnt. Gehen wir direkt mal rein. Also, wie ihr in der Lage seid, eure Handwerksberufe hochzuleveln, ist einmal natürlich in einer Stadt oder so gibt es die Freibriefe. Das heißt, ihr könnt dann da dran gehen und könnt dann entweder Sammelerlass oder Fertigungsberuf suchen. Dann könnt ihr zum Beispiel Zimmerer, ja, dann seht ihr, sind die ja alle mit drin bis 45. Na, die anderen sind dann woanders. Ich werde da eine Seite in die Beschreibung linken, wo ihr dann gucken könnt, wo ihr die Handwerksberufe anmachen könnt. Das ist einmal eine Möglichkeit, wie ihr die hochbringt. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das über die wilden Stämme zu machen. Wir haben einmal in A Realm Reborn, im ersten, sind das die Xal, bei denen ihr die Handwerksberufe hochbringen könnt. Ne, die sind dann eben, ich werde auch eine Seite in die Beschreibung machen, wo ihr die gucken könnt, welche die Handwerksberufe hochmachen können von den wilden Stämmen. Als zweites haben wir dann einen Heavensward, die habe ich jetzt noch nicht geholt. Das sind die Mogris, bei denen könnt ihr die Handwerksberufe hochbringen. Stormblood haben wir tatsächlich hier die Namazu, die Fische. In Shadowbringer sind das die Xitari, sind die, wo ihr Angeln hochbringen könnt. Wo ihr die Berufe aber hochbringen könnt, die Handwerksberufe. Die anderen sind die Zwerge. Und Endwalker wird jetzt wohl mit dem nächsten Patch, wird der neue wilde Stamm kommen. Und das sollen wohl die sein, wo ihr die Handwerksberufe hochbringen könnt. Das werden diese Roboter sein. Also das werden dann die, wo ihr an die Berufe hochbringen könnt bei den wilden Stämmen. Und dann haben wir noch die aktuelle Agenda. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo ihr die gut hochbringen könnt, jede Woche mal machen, um hochzupfeffern die Dinger. Und zwar könnt ihr dann hier Handwerk und Sammeln, zum Beispiel einfach 30 Gegenstände herstellen. Natürlich kriegt das dann der, der den letzten Gegenstand hergestellt hat. Also immer gucken, mit wem ihr es macht. Dann 20 High-Quality-Gegenstände herstellen, es gibt auch nochmal Erfahrung. 5-mal erfolgreiche Materialverwertung durchführen. Das ist einfach, wenn ihr die irgendwas herstellt und wieder kaputt macht. Ist egal was, wie stark es ist, einfach nur was kaputt machen. 100-mal mit einem Sammlerberuf was sammeln. Ne? 30-mal mit einem Sammlerberuf. Fischer was angeln. Ne? Das heißt, ihr seht, ihr habt hier genug, wo ihr es hochbringen könnt. Noch eine andere Methode, die ihr einmal die Woche machen könnt, ist auch die, wenn ihr guckt bei STRGP, ist eine Abkürzung für Timer. Na, sonst geht ihr unten rein und müsst hier nach Timer suchen. Ich weiß nicht mehr genau, wo der ist. Ich mache immer STRGP. Dann könnt ihr bei Wunschlieferung gucken. Die wird auch einmal die Woche zurückgesetzt. Da habt ihr auch mehrere in jedem Erweiterung ein. Und dann könnt ihr auch die Wunschlieferung abgeben. Die geben natürlich auch für jeden Handwerksberuf oder Sammlerberuf, den ihr hochbringen wollt, bringen die auch Erfahrung. Ihr könnt natürlich auch Gegenstände, wenn ihr jetzt hier guckt, zum Beispiel habe ich hier Häkchen dran und hier nicht. Das heißt, ich habe diesen Gegenstand noch nicht hergestellt. Wenn ihr einen Gegenstand das erste Mal herstellt, kriegt ihr tatsächlich auch nochmal einen dicken Erfahrungsschub dafür. Das heißt, ihr könnt natürlich auch jeden Gegenstand einmal herstellen, damit ihr auch ordentlich Erfahrung dafür kriegt. Das sind so die Möglichkeiten, wie ihr eure Handwerksberufe hochbringen könnt, die am schnellsten gehen. Ja, das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hilft euch, eure Berufe hochzubringen. Und falls ihr euch dieser Qual antut, könnt ihr euch erstmal ja mal in die Kommentare schreiben. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei Final Fantasy. Bis dann und ciao, ciao.